Das Phantom ist zurück am Pfalzner Weiher. Clublegende Marek Mintal gastiert vor über 620 Zuschauern mit der Spielvereinigung Bayreuth bei der U23 des 1. FC Nürnberg und muss angesichts der Tabellensituation seinem Herzensverein eigentlich wehtun. Der Drittliga-Absteiger zeigte zuletzt zwar beim unglücklichen 1:2 gegen Würzburg aufsteigende Tendenz, wartet aber nun schon seit 6 Ligaspielen auf einen Sieg. Allerdings brauchen auch die Club-Youngsters in Rot und Schwarz, die von Mintal-Weggefährte Andreas Wolf trainiert werden, nach 3 sieglosen Partien in Folge dringend ein Erfolgserlebnis. Dementsprechend engagiert begannen beide, allerdings ohne vorerst wirklich gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. Und so dauerte es bis zur 24. Minute, ehe es zum ersten richtigen Abschluss auf eines der beiden Tore kam. Das ist Julian Kania, raus auf Niklas Sommer und dessen scharfe Reingabe landet bei Pedro Muteba. Die Führung für die Gastgeber mit der ersten wirklich gefährlichen Aktion. 11. Saisontreffer für den 20-Jährigen und damit die alleinige Führung in der Torjägerliste. Und fast hätten die Klubberer einen Doppelschlag draus gemacht. Gleich im nächsten Angriff macht Kania eigentlich alles richtig. Bis auf den Abschluss ersetzt das Leder hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Und weiter, die Hausern am Drücker. Die Führung hatte sie mächtig beflügelt. Kania wird da im letzten Moment noch entscheidend geblockt. Jetzt war hier richtig Feuer drin. Zunächst die erste richtig dicke Chance auch für Bayreuth. Marco Stefandl findet allerdings in Jan Reichert seinen Meister. Und dann geht's auch schon wieder rüber auf die andere Seite. Simon Joachim sucht und findet Muteba. Der schießt den Arm von Kapitän Tobias Weber an und den Abpraller stolpert Jonas Wieselsberger rein in den eigenen Kasten. Die heimische U23 also nach genau einer halben Stunde mit 2:0 in Front. Das wollte die Altstadt allerdings nicht auf sich sitzen lassen. 2 Zeigeumdrehungen später fahren sie ihren zweiten gefährlichen Angriff der Partie. Und diesmal ist die Kugel drin. Der Ex-Nürnberger Tim Lattay ersetzt sich energisch durch und erzielt den Anschlusstreffer. Wildes Hin und Her in dieser Phase am Pfalzner Weiher. Danach beruhigte sich das Geschehen wieder etwas. Doch kurz vor der Pause nochmals die Oberfranken. Stefandls Hereingabe lenkt Benedikt Kirsch Richtung eigene Bude. Doch Kapitän Niklas Jahn klärt spektakulär auf der Linie und verhindert so den Ausgleich. Durchgang 2 begann dann ähnlich zurückhaltend wie der erste, richtige Torabschlüsse erneut Mangelware. Nach und nach erspielten sich aber nun die Gäste ein Übergewicht. Der eingewechselte Vincent Ketzer kann hier nach 62 Minuten jedoch nicht kontrolliert abschließen. 2 Zeigeumdrehungen später, die Altstadt aber schon wieder da. Tolle Flanke von Jonas Kehl und die landet auf dem Schädel des gerade frisch eingewechselten Trainersohns Jakub Mintal. Der Ausgleich für die Gäste. Die große Frage damit für die restliche Spielzeit, würde ein Team hier noch den Lucky Punch setzen können? Beide versuchten es jedenfalls. Muteba machte aber zu wenig aus massig Platz auf dem rechten Flügel. Letzte torgefährliche Szene, der Bayreuther dann in der 87. Minute. Lattayer kann die Flanke von David Ismail aber wie zuvor schon mal Ketzer nicht kontrollieren. Die Nachspielzeit mussten die Oberfranken dann übrigens in Unterzahl bestreiten, denn der bereits verwarnte Wieselsberger kassiert in einem Foul in der 90. Minute gelb-rot. Hatte aber keine Auswirkungen mehr, es blieb am Ende beim 2:2. In der ersten Halbzeit vor allem haben wir es wirklich gut gemacht am Ball, haben uns einige Torchancen rausspielen können, gehen verdient mit 2:0 in Führung, ja, müssen den Deckel dann am Ende oder zumachen, ja, machen wir nicht, kriegen noch das 2:1 unnötig. Aus meiner Sicht. Und in der zweiten Halbzeit hat Bayreuth uns den Schneid so ein bisschen abgekauft. Wir haben gewusst, dass sie dann mit vielen langen Bällen agieren werden. Ja, und da haben wir leider keine Lösung mehr gehabt. Und ich denke, dann am Ende ist irgendwo ein gerechtes Unentschieden. Klar, du liegst wieder nach halber Stunde 2:0 zurück. Was ist für uns einfach in Saison unmöglich. Du kommst wieder zurück, spielst du 2:2. Zum Schluss hast du versucht, einfach das, was geht, aber wir nehmen gerne Punkt mit, weil ohne Punkt heute Spiel wieder absolvieren wird einfach nicht okay für uns und ja, abhaken und Wochenende geht wieder weiter. Ausgerechnet sein Sohn beschert Marek Mintal also eine halbwegs gelungene Rückkehr an den Pfalzner Weiher. Das Remis an sich, wenn auch leistungsgerecht, bringt beide tabellarisch allerdings nicht wirklich weiter.